Das war noch mega laut. Okay, danke. Sollte reichen. Es wird nicht wirklich leiser, habe ich das Gefühl. Scherenmann-Zeit. Oh, ein Scherenmann. Ich mag Scherenmann. So, können wir das denn noch? Ich glaube, Englisch ist das Einzige, ne? Na, Originalsprache. Soll ich auch mal die Sounds ein bisschen leiser? Sprache kann so bleiben. Hoffe, das speichert. Nightcry. So. History. Darf ich auch mal kurz gucken? Mit. Ending. Lifetime ist marked bei. Ach du Kacke, wie oft kann man denn hier sterben? Sind das alle Enden? 4, 5, 6, 7, 8 Enden? Horror. Ach, alle schönen Horror, die man hier so findet. Was? Wenn man mal durch Zufall nicht reinrennen sollte, würde man ein glücklicheres Leben führen. Ah ne, das hier sind Game Overs. Ja, moin. Aber guck mal, die kann man sammeln, oder was? Ein bisschen viel und unübersichtlich. Ich merke schon. Ich bin erstmal gespannt. Also ich würde sagen, wir fangen mal an. Mal gucken, wie lange ich heute noch mache. Also eine halbe Stunde ist bestimmt noch drinne. 18. August 2016, 7:26 Uhr. Ja, so ein bisschen, stimmt. Die sieht auch aus wie eine aus Until Dawn, mit ein bisschen kürzeren Haaren. Ne? Dann. Oh. It seems you've had one too many drinks. Can I get you some water, ma'am? Huh? Oh, I'm fine. I just need some air. I see. Let me know if there's anything you need. Was schneidet der denn da? Yeah, I will. Der schneidet einfach random drauf los. Ah, okay. Ja, es geht natürlich mit Maus und Tastatur. Doppelklick zum Rennen, das ist zum Laufen. Display ab, Pause und. Okay, ich muss eigentlich nur laufen. Das scheint ja schon. Ihre Brüste fallen ja gleich raus. Lauf mal zu mir, Süße. Lauf mal, lauf mal. Was ist denn das? Ich wollte mich doch mal angucken. Oh, wie sie läuft. Entweder sie ist richtig hacke oder. Ihre Schultern sind ein bisschen verrenkt. Sure is hot in here. Could you take my jacket? Das ist ein Schal und keine Jacke. Ja, die ist richtig hacke. Da packt er die erstmal in den Gefrierschrank oder so. Here's your number tag. You'll need it to pick up your jacket. Der Typ sieht aus. Thanks. Ich krieg gerade so richtig Deadly Premonition Flashbacks. Ich weiß nicht wieso. Ah, dieses Spiel, ey. Wenn es doch nur mal ein Remake geben würde. Aber für die PS3 gab es das auch mal vor ein paar Jahren. Bei PlayStation Plus mit. Ist das. Please, go ahead. What exactly are you doing? Oh, this? A passenger asked me. To dispose of this dirty dress. Ja, dann zerschneidet man es doch nicht, oder? Fun. Yes. Ich könnte auch ihr Kleid zerschneiden. Ja, die haben es garantiert versoffen. Ja, wer weiß. Das ist aber bei Kickstarter-Projekten immer so, also ganz ehrlich. Erste 5 Euro, Party! Ja, dann. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich will mit WASD steuern. Und wieso spielen wir eigentlich in letzter Zeit nur noch englische Spiele, also englischsprachige? Gehe ich wieder raus?
Nee, ich hab keinen Bock darauf. Für keine Party. Oh, so eine Unordnung. Was soll denn das? Ich will das nicht sauber machen. Ja? By the way, have you seen Harry? Who? Oh, sorry. Harry is a friend of mine. Ihre Haare, was machen die da die ganze Zeit? He's tall, short hair. I didn't see him anywhere at the party. Someone came and left down the hall a moment ago. Maybe it was him. Okay, thanks. It's through that door, right? Beweg bloß nicht die Lippen zu sehr beim Reden. Das könnte gefährlich sein. Yes, ma'am. Ich muss hier nur so sexy durch die Gegend tüppeln? Ach ja, geht gut, geht gut. Ah, nur morgen wieder früh raus, habe ich echt wenig Bock drauf. Ich verspiele einfach die Nacht. Als ich letzten Freitag nicht in der Uni war, war es auch überhaupt nicht verkehrt. Junge, wasch dich mal ordentlich. Was hat er mit Absicht gemacht? Aufgeregt. Oh, wie süß. Hip, 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 hip. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich finde das so witzig bisher. Ja, dann eben nicht. Nimm nichts mit, was du nicht brauchst. Ist schon richtig. Gentlemen, habt ihr meinen Freund gesehen? Ich suche schon die ganze Nacht. Oh, da ist doch die Bar. Warte mal, ich mach mal Abstecher. Die Bierbar, so leer. Ah, super. Nicht mitgenommen? Okay. Mich irritiert das halt, dass ich kein Inventar oder so habe. Verschiedene Snacks und Getränke. Wie der Typ hier einfach... Ich sitze hier. Ich muss hier Spaß haben und trinken. Hello, young lady. Are you back from the cocktail party? Would you like to sit on my lap? I guess you didn't find your knight in shining armor, huh? Haben sie dafür keinen Sprecher mehr leisten können, oder was? Yeah, something like that. Are you on vacation with your wife? Leute. No, I'm traveling alone. Let me introduce myself. I am Viggo Borados. Boratzowski, the owner of this ship. Wow! You own this ship? Yes, it always brings me joy to see passengers such as yourself having a great time on my ship. Oh, I guess I'm enjoying myself. Haha, don't be afraid to speak out if there's anything we can do to increase your comfort. Like sitting on my lap. Ja, das Original, so haben ungefähr Simon und Gregor das bei Spiele mit Bart auch vorgelesen. Sehr schön. Ja, was soll man denn auch sonst machen? Mann, jetzt geht raus! Jetzt quatsch hier die netten Herren an. Die den Lover gesehen haben. Sonst musst du mit denen hier ins Bettchen gehen. Die tuscheln hier, okay. In einer fremden Sprache? Nein. Okay, dann humpel ich mal hier weiter. Wie die läuft. John, wie geht's dir denn eigentlich? Erzähl doch mal. Du machst jetzt noch Mathe. Nee. Oh, hallo. Ich gehe mal anständig zu denen hin. Das sieht überhaupt keiner, dass ich ein bisschen torkel. Was ist mit der... Ich dachte, wir hatten hier Sprachausgabe. Here you are. No wonder I didn't see you two at the party.
Jenny, oh Gott, ich habe jetzt alle die gleiche Stimme eigentlich? Ich finde schon, ne? Hören tue ich euch, okay. Ja, alles klar. I don't get why the best looking guy here is like obsessed with Rooney. What a fake. What a joke. Ah, you mean the conductor, Jerome. Yeah, I think that was his name. I'm not into slim guys, so... Haben wir überhaupt noch so... Ja, wir haben noch Sound. Ich meine, ach Gott, ey. Sollte ich nicht irgendwas hier auf dem Flur machen? Ich bin so betrunken, ich hab's schon wieder vergessen. Ah, sehr schön. Ich überleg gerade. Hat er noch irgendwas gesagt, außer dass wir hier im Flur suchen sollen? Hallo? Ist hier irgendwo Musik? Da. Ach, ernsthaft? Was? Was? Warum? Was nennt man das nochmal? Ich hatte das früher in der Schule vor vielen Jahren. Ein Auge. Das ist ein Auge. Offensichtlich ein Auge in einem Glas, was erhitzt wird. Warum auch immer. Und es steht vor ihm. Okay, ich, nee, wartet mal. Wenn wir schon mal eine Runde rumrennen, können wir... Kann ich richtig rumrennen? Möchtest du einfach ihre Schuhe ausziehen? Das sieht sowieso so unbequem aus. Na komm, Püppi. Oh, ein dunkler Gang. Ich frag mich, was ich hier wohl finden kann. Eine verschlossene Tür? Ah, ich glaube, hier darf man wohl nicht rein. La la la. Wisst ihr das? Ich müsste die Cam wieder mit anmachen, oder? Oh, Aufzug. Nee, wir wollen doch auch nicht hier. Achso, für Service auch nur. Ich glaube, das ist komplett off. Aber hier sind auch noch, ne, irgendwelche Tastenfelder. Vielleicht Sicherungskasten. Warum? War da gerade ein Geräusch, wenn ich doch gar nichts machen konnte? Ach, das mit den Brüsten, das heitert einen schon auf. Andi, warte, ein Gang weiter. Ewig der Flur runterrennen. Ach, schade, ich dachte, man könnte auch gedrückt halten. Ich bin ja momentan auch fein an, selber am Phoenix Wright spielen. Ich hatte eigentlich auch wirklich heute noch vor, die 5. Episode endlich mal zu schaffen. Ich glaube, ich bin da auch seit fast 20 Stunden dran an dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen fetten Umfang haben würde. Ganz ehrlich, das habe ich völlig fertig gemacht jetzt. Mit den Boobs oder was hier. Was, bin ich gleich wieder vorne? Ach hier, einfach mal in die andere Richtung tappeln. Ach nee, hier ist... Hä? Das war's schon? Ah, hier ist noch wieder eine... Ah, ich glaube, das ist eine Shortcut quasi zur anderen Seite. Wo ist jetzt mein Kumpelfreund, Blase? Wie ist der? Harry? Harry! Warum konnte ich auch mit dem einen Typen, der da einzeln am Tisch saß, nicht interagieren? Der hat irgendwie schon so ein bisschen auf die Beschreibung gepasst und das war mir scheißegal. Ich kann hier doch nochmal mit dem Typen hier reden. Aber nur blöderweise mit den Dingern interagiert. Willkommen, würden Sie gern was trinken? Nein, tut mir leid. Ich denke, ich hatte schon genug für eine Nacht. Vielleicht haben Sie damit recht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas Wasser gerne hätten. Setz mich auf meine Schoß. Was geht mit dem Typen? Kann ich jetzt eigentlich was mitnehmen? Hier gibt es Handtücher und halt Feuer, also Streichhölzer. Der Typ macht mich jetzt schon fertig. Kann ich mal zu dem Typen hier mit auf die Bank chillen? Ja, oder halt da hinten rumrennen. Warum auch nicht? Ja, was habe ich denn jetzt hier noch zu machen? Ich glaube, die Zeitung vielleicht noch.
Aber die ging. Nee, die ging auch nicht. Hä? Moment, die Uhrzeit sah völlig anders aus als das, was sie uns gesagt hat am Anfang. Hm. Ich will nicht mit denen sprechen. Ich merk schon. Hab ich doch mal mit den Ladies? Ich habe auch keine Tür gesehen, oder habe ich irgendwas verpasst hier? Es ist halt so verdammt dunkel an einigen Stellen. Ich will mal mit denen sprechen hier. Ach, was? Das ist neu. Das wird Stiefel? Ich check's nicht. Ich dachte, der sollte hier auf der Etage sein. Warum gibt's hier dann nichts? So wie in gar nichts. Also, die Bar, okay. Der hätte ihn jetzt auch erwartet, aber das ist doch nicht der Typ, der da sitzt, oder? Eve, ich glaube, du musst mir hier mal was an den Kopf werfen. Ungefähre Richtung oder sowas? Hm. Das ist Französisch. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Dass sie aus Frankreich kommen und Schnecken essen. Nee, hoch darf ich nicht. Mit dem nochmal quatschen. Ich weiß auch nicht, ob das Auge neu ist oder so. Achso, ja, will jetzt auch sein Ding da anzünden. Ach, okay. Dann ist das Auge vielleicht wirklich neu. Was gerade auslaufen? Wie, wo geradeaus laufen? Also ich bin hier schon einmal im Kreis gerannt. Das weiß ich schon. Aber am Ende war eine Tür und dann war da noch ein anderer Aufzug für Serviceleute. Hey, achso, ich muss ihnen dann das geben. You can select items you find from the inventory in the upper right. Ah. Rechts. Wie genau? Was? Was? Nochmal. Hä? Oben rechts in der Ecke? Da ist nichts. Ich kenne das doch. Wenn man oben in die Ecke geht, ploppt normalerweise so ein Inventarding auf. Oder muss ich das Auge dafür anklicken? Also die Maus wird das zum Symbol mit dem ausgewählten Item. Objekt anklicken, um es zu benutzen. Dann warte mal so. Hä? Wie geht das Inventar auf? Scrollen? Nee. Okay, das, ich kann oben so viel ich will rechts in die Ecke gehen, aber... Meinst du? Nee, das ist... Nee. Das ist wirklich nur... Also Escape. Warte mal, P war doch Pause. Da wird einfach nur das Spiel gefreezed, okay. Ich sehe schon, das ist top. Das ist Game Design. Was war hier? Achso, nee. Na, genau, Leertaste ist nämlich nur, um Events zu überspringen. Ansonsten gab es keine Taste, die erklärt wurde. Sie ist oben rechts in der Ecke und ich kann da oben rechts in der Ecke nichts machen. Also oben direkt generell stoße ich nur an. Und in der linke Seite kann ich eigentlich rein. Oh, jetzt habe ich aber hingeklickt. In die Decke. Aber unten ist das auch nicht. Wo haben sie das Inventar bitte platziert? Ich habe da jetzt gerade eben schon die Dinge aufgehoben. Das kann doch nicht sein. Ja, Alkohol. Super. Voll toll. Ich kann leider nicht mehr trinken. Ich meine, es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es ist gerade das Einzige, was ich machen kann. Deswegen würde ich das schon gerne können. Ich muss das bestimmt auch in Zukunft irgendwie mal machen. Miep. Also, rechte Maustaste ist auch nicht. Oh, hier ist noch was.
Ist das? Ach so, schöner sauberer Tisch. Ja, super. Freue ich mich. Okay. Bist du gerade am Googeln zufällig, was für eine Taste man da nehmen kann? Dass sie sich nicht hinsetzen will, verstehe ich auch nicht. Hier kann ich leider nur bei dem Typen. Oder ist das vielleicht auch eine Frau? Ich glaube, das ist ein Mann. Auch nur das, den Tisch anklicken. Die habe ich schon aufgesammelt. Das ist ja das Problem. Ich kann das nicht nochmal aufsammeln. Und ich habe das so schnell weggeklickt. Deswegen, wenn ich jetzt da zum Schalter gehe, kommt jetzt irgendwie schon der Alkohol und nicht mehr das, also die Streichhölzer. Die lagen nämlich vorher noch hier mit rum. You can select items you find. Aus dem Inventar in der oberen rechten Ecke. Rechts oben Ecke. Der Cursor wird dann zum Icon des ausgewählten Items. Also klick das Objekt an, was du benutzen möchtest, mit dem Item. Ja, so macht man das, ne? Man wählt ein Item aus und klickt damit ein Objekt an. Aber ich kann hier nichts auswählen. Ich habe ja auch schon versucht, das... genau, das habe ich auch schon versucht. Wenn ich hier nämlich den Brenner anquatsche. Also das ist ja das hier, ne? Und da gibt es auch keine Oberrechtecke. Es gibt halt auch nur das ganze Ding und nicht nur das kleine. Das ist halt auch so ein Problem. Auf die Idee kam ich ja auch schon. Rechtecke gibt's nichts. Links unten nix. Kann man das Spiel überhaupt spielen? Oder ist es einfach nicht fertig? Es hört hier schon auf, glaube ich. Ich meine, die haben ja auch nur am Anfang kurz eine Sprachausgabe gehabt. Danach gab es nie wieder Sprachausgabe. Oh Mann. Man kann spielen, wirklich, auch bis zum Ende. Ja. Ja, heute ist schon Donnerstag. Ich bin aber momentan irgendwie im Kopf viel weiter. Ich bin irgendwie schon am Wochenende. Ich bin heute schon Samstag und habe das Gefühl, ich habe kaum noch Zeit, irgendwelche Sachen fertig zu machen. Aber nee, wenn Samstag wäre, hätten wir wieder Dark Souls gespielt. Dauert leider noch 2 Tage bis dahin. Aber hey, morgen Freitag, letzter Tag. Oh. Ich überlege gerade wirklich, ob ich es morgen einfach skippe, weil ich so fertig bin. Vom, naja, Sachen machen halt. Spielen und Sachen machen. Ich habe schon wieder so viel gemacht heute und irgendwie trotzdem nur die Hälfte geschafft, die auf Zettel steht. Ich trinke erstmal was. Hm. Schmeckt quasi schon wie Eistee. Alles geplant hier. Ja, alles klar. Nee, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei Mathe. Ich verstehe das schon. Ich gucke jetzt aber selber einfach mal nach. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das denn wirklich gewollt? Hm. Inventory open. Was? Hab ich da irgendwie auch schon verschrieben? Doch keine Störungsanzeige. Oh Gott, ey. Ah, hier. My inventory won't open. General Discussions. Sehr schön. Have you tried exiting and returning to the game? Ja. Ja, das kann wohl schon helfen. Ich probiere es erstmal aus. Ich meine, klar, was hätte man jetzt auch anders machen sollen, aber... Okay.
Hätte man schon mal speichern können? Ich finde schon. Ich finde, man hätte schon mal speichern sollen. Aber dabei hätte ich. Oder speichert das automatisch? Ich habe da halt nichts gesehen. Nee, ich bezweifle das auch gerade so ein bisschen. Dass das hier irgendwie. Also das kannst du eigentlich als Bestrafungsstream machen, ganz ehrlich. Na komm. Also ich kann auch hier die Leertaste immer mal schön. Sag mal, hier ist Pause, Escape, Event skippen. Laufen, rennen. Danke. Ne? Habe ich ihm meine Jacke gegeben vor allem? By the way. Ja genau, Harry hieß er. Harry. Okay, aber ich finde Harry ist immer so viel lustiger. Du hast den nicht zu melden. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Es juckt so sehr, es juckt so sehr. Der ist so voll fertig. Das muss die See sein. Es juckt dann immer so sehr. Warum ist dieser Typ überhaupt Crewmitglied? Ja, guck mal, wie er sich hier schon kratzt. Was? Ich spiele mit Bart echt empfehlen, okay. Ist das schön? Ich will sowas auf jeden Fall spielen hier. Also bisher. Ist ja blöd, wenn es irgendwie unspielbar ist, ne? Achso, haben wir schon gesehen. Blutet wunderschön. Lecker. La 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 la. Ich gehe genau hier lang, wo ich vor einer Viertelstunde war. La 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 la. Na, hier liegen das nämlich noch. Die kann ich noch nicht mitnehmen. Ich glaube, der ist erstmal alleine hier. Der hat das Ding noch nicht auf dem Schoß. Ah, doch, das steht hier schon. Ja, haben wir jetzt schon das Gespräch gehabt. Danke. Interessant. Jetzt müsste eigentlich das kommen, dass der... Genau. Also wenn das jetzt halt nicht klappt, ne, dann... Ich habe halt jetzt auch schon kein Inventar. Vorsichtig, langsam nähere ich mich. You found an item. Matches. Ich habe jetzt oben rechts kein Inventar. Muss er mir das erst erzählen? Ah, danke. Wie praktisch. Klicke ich das Ding nochmal an? Halt. Kann man irgendwie die ersten 10 Minuten sehen, dass man irgendwie guckt, wie man ins Inventar kommt? Ist doch nicht normal. Wer macht denn sowas? Hallo Ravi. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Wie steht's? Ich verzweifle gerade total. Genau, das gibt es halt gar nicht. Ah, hier hat der Entwickler was geschrieben. Sie arbeiten immer noch daran, dass sie es verbessern. Das war von 2016, im April, vor 3 Jahren. Hat sich aber viel getan. Jetzt geht es noch darum, in welchem Modus das spielt man, wenn man das Spiel spielt. Warum? Spanker, kann man das Inventar nicht öffnen? Es hört sich an, als hätte man den ersten Checkpoint im Spiel noch nicht gefunden. Also ist es vielleicht auch einfach ein Problem, dass ich jetzt erstmal spieletechnisch irgendwo anders weiterkommen muss? Aber er hat es mir doch gesagt, dass ich das so öffnen darf. Lalala, ich hab zumindest Boobs. Das ist. Lassen Sie doch mal ein bisschen hin und her laufen. Komm, wir gehen doch mal zu den Ladies. Da waren wir ja jetzt quasi noch nicht gewesen. Oh, Backe, ey.
Die Typen gucken mir garantiert auch auf den Arsch, sobald ich an hier vorbei dackel. Hast du schon ein Bildchen angeguckt? Kann ich gar nicht. Huch, sorry, hab dich umgelaufen. Ja, Party war voll toll, bla bla bla. Über einen Typen, anderen Typen gequatscht. Die haben auch gar nichts anderes zu tun, hier als so hier rumzustehen und hübsch auszusehen. Ja. Wenn ich das jetzt mache, kommt. Nee, ich habe was anderes vor. Achso, Spiele mit Bart angeschmissen. Ja, mach das. Guck da mal durch, ob die da irgendwas anders gemacht haben. Ich meine, man ist hier eindeutig gerade begrenzt. Ha. Ich meine, ich weiß schon, dass ich, ja, genau, ne? Du magst das Spiel, weil es so schon trashig ist. Ich habe genau deswegen halt mit dieses Spiel gekauft, weil es war so, oh, die Bewertung, sie sind so gut. Ich brauche dieses Spiel und alleine wie es aussieht, das kriegt richtig Flashbacks, so ein bisschen. So Deadly Premonition so ein bisschen hat es halt diesen Flair von ihm. Aber, oh, Backe, ich komme nicht ins Inventar. Oh, hey, das sieht sexy aus. Doch, doch. Mach nochmal auf hier. Also, eben nicht. Brauche ich dafür dann auch eine Karte? Ich glaube, das war jetzt einfach nur der Shortcut quasi, ne, zum Flur. Dann habe ich hier aber auch nicht viel. Ich habe mich doch auf so ein schönes Spiel gefreut. Tick. Es sieht wirklich das Inventar. Bin oben rechts in der Ecke, da gibt es kein Inventar. Vielleicht muss ich das Spiel komplett neu starten. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe es gleich ein. Dann muss ich wirklich. Ach Mann, ich habe mich so darauf gefreut. Dann war es das wohl für heute. Dann muss ich halt irgendwie zusehen, dass ich das zum Laufen kriege. Irgendwie, vielleicht reicht ja auch ein Neustart oder. Ich will dem noch. Ich gehe nochmal zurück. Ich will dem noch eine Chance geben. Großartig. Ja, ich guck mal. Ouch. Exit ist immer so laut. Ich will mal gucken. Oh, ich habe schon was. Ich habe eine Errungenschaft. Wartet. The Nightmare Begins. Das macht mich jetzt. Was ist das denn? Das ist doch dieses blöde Teelicht. Jetzt geht die Errungenschaft dicht. Habe ich etwa jetzt angeblich schon. You found an item. Ach, aber benutzt habe ich es nicht. Das zählt nicht, finde ich. Die Frage ist, wo ich dann da vielleicht noch was machen könnte. Updates immer aktuell halten. Kannst du immer zulassen bei dem Spiel, ist kein Problem. Aber kommt kein Update mehr. Ja, das ist also rechte obere Ecke, damit kann ich schon was anfangen, aber bei dem Spiel leider nicht. Ich werde zwar versuchen, im Fenstermodus zu spielen. Dass man die einstellt. Also ich werde mal alles so ein bisschen. Oh, was? Input? Da gibt es aber auch scheinbar noch. Nee. Es gibt wohl noch L für Licht, wie man es halt so kennt, aber nicht viel mehr. Gab es überhaupt Inventar? Nein! Das muss man sich selber zusammenbauen. Das kriegt man dann, wenn man irgendwie weiter im Spiel ist. Irgendwann später. Jetzt startet es einfach nicht. Das wäre auch so witzig. Na doch, 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 da ist was Kleines. Ich weiß gar nicht, ob ihr das halt sehen könnt. Ich hoffe, es ist schwer. Was ist denn das für ein witziges Fenster hier? Ja, wenn du donatest, ja. Ab 100 Euro kriegst du auch ein Inventar. Na, hört ihr es? Ich kann nicht mit so einem kleinen Fenster spielen. Was ist denn das? Ich versuch's eben kurz. Ich weiß, ihr seht gerade nichts, aber. Oh. Oh, Load Data. Was? Kapitel 2? Wieso Kapitel 2? Wieso geht das immer nur runter? Ich will hoch. Continue?
Yes. Yes, sir. Ich habe mich auch gelesen, wenn man angeblich continued, ist das vielleicht auch da. Oh, Schinde. Ich stehe hier am Anfang bei dem Dude und ich sehe nix. Ich muss alles nochmal machen. Quasi nur die erste Katze übersprungen. Ich will wissen, ob das... Es funktioniert vielleicht dann mit der Ecke. Die Musik dürftet ihr hören, ne? Ja. Da würde ich mich auch wahnsinnig rumgeklicken. By the way. Herr Fürstin. Ach, guck mal, hier gibt es noch eine Sprachausgabe. Huh. Hier ein Dings abgegeben, ja. Und er schneidet so gerne. Ja. Hobbys muss man haben. Ja komm, das ist nur eine Tür. Mach die uff. Geh durch. Ich renne, renne, renne und hol mir jetzt das Feuerzeug. Oh, komm schon. Du schaffst das. Du schaffst das. Ah. Erstmal Feuerzeug an. Also Feuerzeug. Ah, oh, jetzt bin ich im Feuer. Streichhölzer. Matches. So. Lass mal mit den Typen hier sich beschäkern. Ja, ich setze mich nicht auf deinen Schoß. Danke. Das ist aber ein hässliches Gerät, was sie da haben. Warum müssen die ihr Auge bitte da in der Öffentlichkeit erwärmen? So widerlich, ey. So, und jetzt der nächste versucht, das aufzuheben. Item gefunden. Ich hab ne Recht. Ich hab mein Inventar. Ich hab mein Inventar. Mein Gott. Warum hab ich das Inventar jetzt? Ja, mhm. Ich find's halt total witzig. Was? Okay, mhm. Ich verstehe schon. Ich hab das mal ganz kurz hinzufügen irgendwie. Was? Was ist das? Ach, was ist denn das für ein Mist jetzt? Danke, ja. Ja, ich arbeite. Es ist gerade für mich fraglich, was das halt für eine Aufnahme jetzt halt wird. Mache ich eine Bildschirmausnahme einfach drauf, weil es einfacher ist? Ich glaube schon. Flip. Da. Das ist so klein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Guckt mal hier, dann haben wir heute noch den Chat dabei und alles. Weil ich es halt auch nicht größer machen kann. Das ist so ein Schwachsinn. Hier, guck mal, ich habe ein Inventar. Da ist der Beweis. Ich habe Matches und so sieht das aus. Man muss es nicht mal oben in die Ecke reingehen. Nein, es ist einfach da. Ganz einfach. Da kann ich auf eine Maus klicken. Dann habe ich eine Maus. Oh, ich muss dann die Sachen noch ändern. Ach du Kacke. Speaking of bad design choices, ne? Ich glaube, ich starte. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Tschüss. Tschüss. Okay. Wir besinnen uns da. Ich starte das Spiel nochmal neu. Nochmal. Es hat ja eben quasi schon geholfen. Ja, das findet ihr wieder witzig, ne? Ich kann halt blöderweise auch das Fenster nicht größer machen. Das ist so ein Schwachsinn. Ah. Und wenn das die ganze Nacht dauert, starte. Oh, es heißt kaputt gemacht. Es reagiert. Es heißt wirklich kaputt gemacht. Ah, los. Ja, wunderschöne Auflösung. Tu es, ich druck auch nichts. Das Spiel macht mich fertig. Aber ich habe schon die erste Errungenschaft. Der Weg geht. Beste Abendunterhaltung. Ja, schön, dass du dich freust. Na, warum habe ich heute kein Let's Fail irgendwie mit drin oder sowas? Das hätte hier viel besser gepasst. Wobei, ich wollte doch eigentlich den Titel nennen. Hat sich die Tür überhaupt aktualisiert? Heute Nacht wird geweint und da habe ich heute Nacht wird nicht geweint draus gemacht. Warum habe ich das draus gemacht? Heute Nacht wird geweint, eindeutig. Ich weine doch jetzt schon innerlich.
So hier das wunderschöne. Nein, auf dich zu bewegen. Mann. Continue. Schnell. Bevor es sich ändert. Warum muss man nach unten drücken, um das Zepter zu wechseln? Und dann ist man unten und. Ah. Weint schon vor Lachen. Ach, das freut mich doch. So. Bernd, nimm mal eine Jacke. Sag mir, was du da machst. By the way. Guck ich mir den Scheiß nochmal an. Huh. I have a... Ja, du hast eine Stimme da noch gehabt, Mädel. Aber was, komm, wir gucken uns nochmal an. Ich finde deine Szene so gut. Das, Leute, das ist ne, eigentlich testen, nennt man sowas. Wenn das Spiel noch nicht fertig ist, passiert genau sowas. Man spielt Szenen immer und immer wieder und stellt fest, wo es auch Fehler gibt. Es ist ja auch nicht so, dass er sich schon 10-mal vor uns gekratzt hätte oder sowas. Nein. Das kriegt sie jetzt mit, dass es ein bisschen eklig aussieht. Boops, boops, boops. Excuse me, ich muss hier durch mit meinem Boops. Boops, boops, boops. Ja, es ist ganz, ganz ehrlich, ich setze mich mal hin und mache das mal eben besser. Einfach so Unity, ein paar Grafiken reingezogen. So ein paar viereckige Blöcke und ein paar Tic-Tacs. Das sind meine Lieblingsobjekte übrigens. Tic-Tacs. Ich finde die so cool. Ach ja. Und ich mache alles genau so wie eben. Dem Dude sprechen. Ich setze mich nicht auf deinen Schoß. Nein, das Gespräch hatten wir schon. Jetzt willst du auf einmal Licht haben. Kannst dich selber aufstehen. Es geht, es geht. Okay, okay, puh. Und wann speichert es jetzt? Das ist ja ganz einfach. Ich habe mal eben 10 Euro bei den Entwicklern gelassen. Oh, thank you, young lady. You saved me. Endlich wird mein Auge hochgekocht. Achso, das ist ein Glasauge, ne? Was er halt reinigen muss, schätze ich mal. Ah, er hat wirklich ein Glasauge drin, ne? Moment. Er hat da ein Auge drin, aber hier kocht eins. Ersatzauge. Ja, ja, gewisse Items. Ich spreche heute nicht mehr anständig. Ne, könnte vergessen. Habe ich genug heute. Semi-Übersetzung geredet. Ich habe richtig Halsschmerzen mittlerweile. Ja, okay. Dann hat er auch nichts gebracht. Super. Gehen wir mal hier rum. Tap, tap, tap. Er wollte uns ja eh nur Wasser anbieten, ne? Das ist auch nicht so wichtig. Aber was mir gefällt, ist tatsächlich die Lichtverhältnisse bei ihr, wenn sie halt auch in dunkle Gebiete kommt. Auch wenn es halt spärlich beleuchtet ist. Es ist halt wirklich, also Licht, ey, super. Gefällt mir richtig gut. Bin ich immer ein Fan von. Mit den Ladies hier tätscheln. Ach hier, Harry hat nach dir gesucht. Ach wirklich, warum hat er mir das nicht eben schon gesagt, wo ich jetzt irgendwie noch... Egal. Soll ich mit ihm, ausgehen? Mhm, mhm. Okay. Aber wo ist er denn jetzt? Ach hier, Lower Floor. Hat das schon wieder geklickt? Kommt er mit seiner Schere mal näher? Wer weiß. Wie lange kann ich jetzt hier stehen, ohne dass die Tür wieder schließt? Ich glaube ewig. Müssen Sie mal? Achso. Ich kann mit der Frau nicht interagieren. Okay, gut. Wer muss das schon? Sind jetzt erst echt auf dem untersten Deck? Das war nicht creepy, nein. Komische alte Leute gibt es in jedem Fahrstuhl. Völlig normal. Ja.
Oh Gott, das Video läuft. Ich hab's geschafft. Ich habe ein Inventar nach einer halben Stunde oder so. Endlich. Können wir spielen. Hey, so lache ich doch immer schon die ganze Zeit. Wie eingefroren sie einfach mal dasteht. Hast du denn? Wir müssen weiter. Wir haben noch keine Zeit, hier mit dem kleinen Mädchen zu spielen. Oh, hey, da war er. Ignoriert. Hast du das Mädchen auf der Party gesehen? Okay. Mann, du sollst... Du bist echt betrunken, Mädel. Komm, lauf mal ein bisschen. Was geht denn hier unten für eine Party? Snackparty oder was? Ach, hier ist er, Harry. Ja, ich bin auch gegangen. Ja, yeah, hast du ein kleines Mädchen gesehen? Hä? Es war nur ich, bis du vorbeikommst, Baby. Oh. Wie auch immer. Wie war die Party? Du hast gesagt, du hast einen Typ gefunden, den du magst. Ich dachte, dass ich das hätte, ja. Er war ganz okay, aber er war nicht mein Typ. Am Ende musste ich ihn dann gehen lassen. Es tut mir leid um deinen Verlust. Willst du mal meinen Verlust sehen? Sorry, ich habe gar nichts anderes zum Arbeiten. Was ist denn das bitte? Hast du mich nicht gesucht? Wollten wir über irgendwas reden? Achso, Rooney ist... War das ein, ich dachte, Rooney wäre irgendwie ein Typ gewesen. Naja, was auch immer. Nee, ich habe gesagt, ich schaffe das nicht mehr heute. Nee. Du bist widerlich. Was? Außerdem stinkst du nach Alkohol. Du bist voll gekotzt und dein Shirt passt überhaupt nicht zu dem Jackett. Und was soll das überhaupt? Stirb doch einfach. Was? Ich hasse sowas. Ich hasse solche Leute, die so Partys und dieses Quatschen. Und nur irgendwie richtigen Typen suchen, als ob das das Wichtigste und im Leben wäre. Irk. Brech. Nee. Ich suche das Mädchen jetzt. Ich gehe mit ihr spielen. Oh, Mist, bin wieder hier. Ah, das kleine Geistermädchen. Vielleicht hat die ein paar Geisterfreunde. Will ich mit dem Typen hier rumhängen? Warum? Okay, gucken wir hier nochmal rum. Boops, boops, boops. Es ist halt auch wirklich sehr simpel, ne? Durch dieses wirklich einfach nur klicken und laufen. Jetzt geh raus. Ich will nicht mit ihm reden. Ich glaube, ich muss noch mit ihm reden. Warum? Oh, es lädt sogar. Es tut mir leid. Don't get yourself worked up now. Come on. I'll buy you a drink. What? You think a soda will get you on my good side? Hey, you're thirsty, right? Here we go. What the? What is it now? Well, something's grabbing my hand. Tschüss. Ich wollte gerade noch sagen, er sieht aus wie Dante aus diesem DMC-Extra-Ding da. Oh, Harry, the Gregory Peck Act is a bit outdated, don't you think? I'm serious. Oh nein! Er wird ja komplett eingezogen. Wie grausam. Was? War er etwa ein Opfer? Kommt jetzt der große Ziegengott? Ah nein, das ist der Schierenmann. Lauf, Pippi! Oh nein! Ja, davor habe ich halt ein bisschen Angst vor diesen Stealth-Inhalten. Zu wenig Ausdauer. Ich hasse sowas. Man kann sich erholen, wenn man lang steht. Finger sind bereit. Ah, alles klar. Sehr gut. Weil Running to Dash... Ah, okay. Das ist... ultimatives Rennen.
Mit 30 kann ich mit... Ah, Scissor Walker nennen die den. Okay. Ja, ich nenne ihn auch Scherenmann. Ist okay. Huch, Kitten. Bisschen Atem anhalten. Select Icon Activate Click Point. Ach du Kacke. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich höre nur klicken. Wie so eine Behinderte läuft sie. Hauptsache die Katze schnurrt und freut sich, ne? Ja. Ist ein schönes Spiel. Guck mal. Das merkt ja nicht, dass ich hier drin bin. Auf gar keinen Fall. Das ist das erste Versteck, wo man reingeht. Ein Film und so ein Mist, ne? Die Atem anhalten. Hab's doch gerade gelernt und vorgelesen. Dummes Vieh, ey. Hat das keine Horrorfilme geguckt? Was macht man denn den ganzen Tag als Horrorwesen? Ah! Ich muss mit der Maus drüber sein. Okay, das ist, ja, fuck the world. Was geht hier vor? Was? Kann ich was machen? Ich habe eine Maus hier im Bild. Ja, auf einmal steht sie wieder draußen. Oh, das war ja ganz einfach. Doch, das erinnert mich wirklich an Deadly Premonition. Ich muss sagen, es ist irgendwie, da hat man halt auch wieder irgendein Vieh, was einen verfolgt. Da war das halt auch nicht besser. Man wurde halt immer verfolgt, man hat immer den Blick nach hinten noch gehabt. Man hat auch irgendwie mal, also halt irgendeine Kamera mal gehabt, die halt den Verfolger gezeigt hatte auch. So, man halt hier zum Beispiel den sich angucken kann bestimmt. Das erinnert mich schon sehr stark daran. Ja, bringt nichts. Dann schlafe ich heute wohl im Schrank. Oh, versteck mich hier. Ja, ja, mach das. Der ist kürzlich geschlafen. Ah, Mädel. Die macht mich kaputt. Hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch ein Foto. John Thompson. Okay. Ja, die sehen echt glücklich aus. Aber welches glückliche Pärchen geht denn bitte auf den Urlaub in ein Kreuzfahrtschiff? Ist alle krank, gestört. Blöd. Machen wir hier echt gar nichts? Ist hier doch ein Badezimmer? Ich glaube, wir gehen einfach wieder. Während das wieder draußen vielleicht da rumgeistert. Kann ich jetzt eigentlich annehmen, dass das Auto safe ist? Oder wie läuft das ab? Weil ich kann ja wirklich nur zurück. Ich weiß halt echt nicht, ob es Checkpoints gibt oder ähnliches. Endlos lange ging. Aber wenn er jetzt hinten auftaucht, ne? Schreue! Wo ist er hier noch? Ach nee, hier kann man Klamotten mal waschen. Was läuft die noch behinderter als vorher? Hinten mal umgucken. Nee, hinten geht's nicht lang. Gut. Da komme ich jetzt gerade raus. Ich will jetzt bestimmt noch das kleine Mädchen suchen. Das ist ja bestimmt viel wichtiger, als jetzt nach oben zu fahren. Halt, einen Eimer. Ich benutze denselben Eimer zu Hause. Einen ganz normalen aus Metall? Nein. Aber genau, das ist jetzt nicht wichtig. Da kommen wir, glaube ich, eh nicht hoch. Kann man gleich sein lassen. Die hat aber große Augen. Ja, die hat große Augen, Gate. Das hast du gut erkannt. Hui. Ja, nur große Augen.
Und einen komischen Gang. Mehr ist mir auch noch nicht an ihr aufgefallen. Ich mag jetzt keine alten Magazine lesen. Ist ja richtig so ein kleiner Store. Ich hätte nicht gedacht, dass hier auf dem untersten Deck noch so viel los ist. Los, kuppel mal nach da hinten. Nicht? Warum ist denn hier sonst keiner? Huh? Verstehe ich nicht. Meine Hände sind übrigens immer noch auf WASD. Ich krieg's nicht. Was soll ich denn mit der einen Hand? Das ist ja wie bei Pokémon. Oh, gibt's den Eis? Oh. Harry. What? Oh, fuck it! Nicht der Herz! Ja, moin. Ich gehe ins gleiche Zimmer zurück, ne? Du weißt ja, wo das war. Gerade mal ein bisschen. Was? Will? Jetzt bin ich auf die. Oh Gott. Mann! Lofe. Geradezu einfach nur rennen. Bleib anständig. Geh da wieder rein. Nee, die hat ein bisschen Blut abbekommen von dem netten Typen. Der ist irgendwie in eine Snackmaschine gezogen worden und wir waren halt zufällig daneben. Also irgendwie in so einer Blutlache. Hat ein bisschen gesplittert. Das weiß ja nicht, dass wir hier schon wieder drin sind. Nein. Es ist das einzige Versteck, was ich gerade weiß. Die wird sich bestimmt nicht in der Waschmaschine verstecken. Das ist viel zu groß dafür. Obwohl, die Waschmaschinen waren ja auch groß. Soll ich hier nicht irgendwo halten? Wo ist das? Ist das eigentlich schon wieder 1 zu 1 die gleiche Cutscene oder so? Oh, crap. Das gleiche Versteck funktioniert nicht zweimal? Nein. Don't tell me. Mir fehlt so ein bisschen an der Ausdauer, ich sehe das ja. Der Typ kommt halt auch immer. Naja, ich bin tot. Ich bin einfach tot. Jetzt fall einfach in den Fahrstuhl rein. Moin! Warum kann ich denn hier nichts machen? Ja, jetzt hat er mich. Was? Was? Ich renne einfach so vor seinen Armen rum. Ja, so, ja, ist okay. Ich hang dich auf mit meinen Scheren, Baby. Ist sie hingefallen? Ich sehe nichts. Au! Das war jetzt schade. Hat man leider nicht so viel gesehen. Ja, ich darf es tot schreiben, aber ich glaube, das war's fürs heute schon mal. Mal gucken, wo wir weitermachen im nächsten Mal. Ich spiele jetzt auf jeden Fall weiter, könnt ihr wissen. Wartet mal. Wir sind noch Kapitel 1. Das ist Kapitel 2. Mal ein bisschen spoilern hier. Kapitel 3. Das war's dann, okay. Ja, das finde ich mal gut, dass es auf jeden Fall die hier so gibt. Wo geht das weiter? Bitte nicht beim Typen, der ein Feuer haben will. Hä, wo sind wir hier? Sind wir da schon irgendwo gewesen? Mann, oh. Vielleicht versuche ich dann wirklich mich mal hier in so einer Waschmaschine zu verstecken. Ja, hier, guck mal, das geht sogar. Ich probiere das jetzt auch. Ich wenigstens mal noch. Ich hätte mir eigentlich überlegt, halt um 10 so mal auszumachen. Müsste jetzt ungefähr einmal sterben oder so noch. Ach hä? Hier ist auch noch eine Tür. Ich brauche
irgendwie eine Art Licht um den Raum. Wird's Licht? Da bin ich doch jetzt. 308. Die Räume sind alle gleich. Abgesehen davon, dass das der Raum ist, wo wir drinnen waren, um uns zu verstecken, ne? Ja, gut. Ich komm nicht mehr raus. Nee, ich glaube, dann machen wir hier aus und spielen wir beim nächsten Mal weiter. So ein bisschen zumindest. Meint ihr, Facecam macht Sinn oder eher nicht? Ich weiß halt nicht, es kommen halt ständig Cutscenes. Jetzt hat mein Bild immer im Weg. Himpel, 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 himpel. Oh nein, Kätzchen, nicht niesen. Du bist sehr eklig. Ja, hier ist er übrigens bisschen draufgegangen. Wie konnte das passieren? Wie konnte meine Stimme weggehen? Ja, okay, gut, dann lasse ich es. Ja, also, ne, Steuerung muss man halt nicht, ich drücke einfach nur mitten in den Flur. Gut, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Hatten wir heute einen schönen Abend auf jeden Fall zusammen. Und wir hören uns dann am Samstag wieder bei Dark Souls. Das war mir eine Ehre. Wirklich, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.